So, und wehe, ich verrecke hier direkt am Anfang. Wir gehen hier mal raus. Können direkt da hinten ein bisschen looten. Gott, sieht das Spiel schön aus. Heidenei. Gerade bei Tag ist es wirklich bombig. So, komm, Türchen wieder zu. Ja, ja, lieber wieder zumachen. So. Was haben wir denn da? Schön. Oh, noch ein Splint. Oh, oh, hört ihr das? Ich hab da kurz dabei was. What the fuck? Hört ja auch immer die... Achso, das ist die Tüte. Ach, das ist das Teil. Bis jetzt noch alive. Alles klar. Au. Aber schauen wir mal, wie lange das noch bleibt. Letztens war es krass, als ich mit Gaming Code eine Runde im Stream gezockt habe und wir gegen Full Equips antreten mussten. Da hatte ich so Luck mit der Pump, dass ich einen killen konnte und dem seinen ganzen Schotter dabei hatte dann. Oh, da ist schon mal ein Scav. Das sind zwei Scavs. Okay, ich sehe nur die beiden. Das geht ja noch. Also zwei Scavs halten sich in Grenzen. Da könnte man vielleicht doch mal gucken, ob einer closer kommt. Nee, die stehen beide da. Wäre natürlich echt eine richtig nice Geschichte, hier jetzt noch so einen Profit rauszuholen. Oh, da ist da noch einer. Oh, noch ein dritter. Um Gottes Willen. Drei Stück. Das ist schwierig. Das müssen eigentlich drei Headshots werden. Also wirklich drei Insta-Headshots. Ich glaube, das... Wisst ihr, was ich mache? Oh oh. Wie sie direkt loslaufen. Glaubt ihr, die raffen das überhaupt, dass es von dir vorne kam? Wer ballert denn da noch rum? What the fuck? Da hinten schießt einer. Ist da jemand in der Halle oder wie? Das klingt so. Vielleicht ein Spieler? Hä, wo ist der? Hallo? Monsieur? Monsieur schießender Wachhund? Alles klar, keine Ahnung, wo der hin ist. Schade. Ich weiß aber, dass da drüben noch was liegt. Oder manchmal was liegt. Kann ich nicht nehmen. Schade. Aber ein Zimbo geht. Nice. Ich lasse die Tür mal offen. Dann kann ich gegebenenfalls direkt abhauen, falls da was ist. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Ich weiß nicht, ob da oben einer ist. Dann kurz gucken. Den Fußtest machen. Oh Gott. Ich einfach vor laut den Baum streichel. Oh! Gottes Willen, die sind komplett in Deckung und warten drauf, dass ich komme. Das ist jetzt halt echt, das ist schwierig. Weiß nicht, ob ich das machen kann. Oh oh. Fuck, fuck, fuck. Leg dich hin. Oh Gottes Willen. Guckt euch das an. Shit. Krass, die belegen mich hier komplett mit Feuer. Also ich glaube, gegen die komme ich nicht an. Also vor allem nicht mit dem Equip. Nicht immer nachladen, du Vogel. Da liegt so ein Sevilla-Kit. Oh, das ist wichtig für eine Mission. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt sehr blöd. Naja, komm. Das ist irgendwie eine Sache, die ich nicht wirklich machen kann, glaube ich. Aber wir finden hier sicher noch genug andere kleine Gegnerlein. Ist hier offen? Shit. Müssen wir eh einen riesen Umweg gehen. Da drin sind wir ja gestartet in der Halle. Das heißt, da brauchen wir eigentlich nicht großartig rein. Hier sind auch oft Leute, wenn man sich hier so geil verstecken kann. Da vorne ist einer, habt ihr gesehen? Da guckt auf den Boden und da liegt eine Leiche, die habe ich eben erst gesehen, ich Blindfisch. Geil. Warte mal, warte mal. So. Eine Saiga. Oh, geil, Body Armor. Oh, schade, die ist kaputt. Fuck, was passiert hier? Wie viel ist da drin? Full. Ich sollte mir minimal was mitnehmen, also zumindest irgendwas. Okay, dann lege ich das hier weg. Ach so, bin ich blöd? Okay, wartet, da ist ein Spieler hier neben mir. Muss kurz gucken, ob der eine da näher kommt. Oh ja, er kommt näher. Jetzt ist die Frage, hat er mich gesehen oder nicht? Kann ich ihn umnatzen oder nicht? Sollte ich ihn vor allem umnatzen oder nicht? Ich sehe ihn nicht mehr. What the fuck? Da drüben läuft er, da drüben läuft er. Wir gucken mal kurz, was uns hier erwartet. Da liegt eine Leiche. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir den da hinten kriegen. Bin jetzt noch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Davon läuft noch einer, um Gottes Willen. Okay, vielleicht. Das ist sogar unserer, glaube ich, von gerade eben. Aber wenn der schon so weit weg ist. Ah, er bleibt stehen. Sehr schön, sehr schön. Das finde ich ja schon mal gut von dir, dass du stehen bleibst. Du sagst... Fick. Wir haben hier direkt vor uns einen Scav, der mich gesehen hat. Das ist schlecht. Und ich sehe ihn nicht. Wow! Okay, wartet, ich brauche einen besseren Winkel. Ich brauche einen besseren Winkel! So, du Sack. Jetzt komme ich von der Seite. Du Kackvogel. Gott, ist das blöd, hier die Leute zu erkennen. Wenn jetzt irgendjemand dazukommt. Ich bin so geliefert. Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Ist einfach weg.
Drüben labert er irgendwo. Oh Gott, ich riech schon. Der Pump-Schuss, der mir gleich ins Gesicht fliegt. Sag mal, läuft er hier auch im Kreis oder was? Ist ja jede Sekunde könnte hier ein Spieler hervorspringen und mich einfach wegklatschen und ich jag so einen kleinen Pimmelbot. Ich sehe ihn nicht mehr, er ist weg. Okay, es hat sich ausgejagt. Mal gewinnt, mal verlieren die anderen. Naja, hier in der Nähe bin ich vorhin im Stream gestorben. Da habe ich gerade so einen schönen, extrem stark equippten Kerl umgemacht. Und gehe einfach dummdödelig, wie ich bin, ran und loote ihn. Wisst ihr, in einem Teamspiel, wir waren zu dritt in der Lobby drin. Ich gehe an einen sofort gekillten ran. Anstatt zu überlegen, ob da nicht noch irgendwo ein Mate von ihm ist, der mich natzt. Affenpower und sowas, ihr wisst Bescheid. Buh. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Cash? Ne, die sind schon leergeräumt, schade. Ist da hinten offen? Komm schon. 18 Milliarden Rubel. Ah! Auch schon geleert. Dann gehen wir halt weiter, wenn da keiner mehr ist. Wahrscheinlich ist der Spieler mittlerweile auch raus, der ja vorhin noch rumgeschossen hat. Somit ist die ganze Sache ja eigentlich geritzt. Wir kommen jetzt gleich noch an einem Außenposten vorbei, wo einiges stehen könnte. Also an Scavs oder vielleicht eben auch der Spieler. Wobei der natürlich auch hier überall stehen könnte. Also wenn ich die Runde jetzt ja echt reinreiße, dann haben wir wieder so viel Schotter. Da können wir dann einfach wieder eine volle Runde machen. Eine volle Runde pures Gemetzel. Only auf Kills zu jedem Feuergefecht hinrennen, schön mit Weste, Helm und so weiter und so fort. Und einfach eskalieren. Achso, aber ich bräuchte noch den Schlüssel. Shit, jetzt ist da oben offen. Wie eklig. Das könnte jetzt nochmal verhängnisvoll werden hier. Shit, ey. Da ist ein PC an, alles klar. Hier ist sogar eine Kiste, aber eigentlich habe ich hab keinen Platz mehr. Oh shit, ey, das ist ja fast gruselig hier jetzt. Ich weiß nicht, ob die hier vorhin Action gemacht haben. Oder aktuell noch drin sind. Okay, also wir wissen nur an den Schlüssel. Der Schlüssel ist hier vorne in dem Bereich hier. Hier. Oh nein, sag bloß, der ist jetzt schon weg. Ha! Das sind übrigens die Schlüssel, ne, für die Medaille, für dieses Medaillon. Und wisst ihr was, das versuchen wir jetzt noch zu holen, verdammt it. Oder ich will nicht Long John Silver heißen. Da vorne ballert was rum. Also da hinten ist irgendwo einer. Oh oh. Gegnerlein. Das gehört, das ist so close, aber wo? Spieler. Gott, ich werde gleich so erschrecken, wenn er neben mir ist. Ich sehe hier irgendwie jede Millisekunde, wenn sich irgendwas bewegt, denke ich, oh, da ist er. Aber das ist nur das Grünzeug. Naja, kommt, nicht ängstlich sein, sondern ran. Natürlich auch eher erstmal durchs Grüne. Das soll nicht direkt gesehen werden. So, jetzt sind wir praktisch schon... Oh Gott. Ich denke jedes Mal, es ist irgendwo einer, wenn ich diese blöden Schatten sehe. Hier ist gleich dieser LKW, bei dem die... Da liegt ein Toter rum. Ein Backpack, könnte ich den nicht noch nehmen? Nee. Lass mich kurz überlegen, ob das wirklich hier ist. Gott, liegen hier viele Tote rum. Hä, ja, das ist hier. Das ist der LKW da vorne. Genau zu dem muss ich. Gottes Willen, was ist hier passiert? Zweite Bumme. Direkt weiter. Seht ihr hier irgendwo einen stehen? Ich nicht. Achso, wartet mal. Fuck, um Gottes Willen, was war das? Eine Granate. Ich guck kurz, was die hat. Full, sehr schön. Wunderbar. Oh, ich fühle mich gerade so unglaublich leichtsinnig. Aber ich muss das Ding jetzt haben. Entweder ich krieg... das Medaillon, oder ich sterb. So, aufschließen. Mal kurz gucken. Open. Auf die Kiste drauf. Und Medaillon-Time. So, letztes Mal habe ich es auch schon nicht hier drin gefunden. Es ist nirgends zu sehen. Wahrscheinlich muss ich einfach lebend aus der ganzen Sache raus. Und erst dann zählt's. Das Rettungsboot ist nicht weit weg. Oh, fuck. Muss ich da drüber springen, oder was? Super, da sieht mich ja direkt jede Sau, die hier ist. Ah. Okay. Wir müssen auf die andere Seite. Das Rettungsboot ist da drüben. Und genau hier oben bin ich jetzt schon echt ein paar Mal gestorben, da bei den Containern. Da sind oft Scavs oder eben auch Spiele, die da rumpatrouillieren. Und alle Leute natzen, die zum Boot wollen. Deswegen mache ich jetzt mal kurz langsam. Ich gehe ein bisschen hoch. Sag bloß, hier ist nichts. Kann ich jetzt ja nicht fassen. Ich guck kurz hier in das Haus rein. Hier ist echt keiner, what the fuck. Ich sprint jetzt einfach hin. Ich hoffe, dass hier im Grünen keiner ist. What the fuck? Rettungsboot? Das ist weg. Das Smugglers Boot. Das wurde hier verändert. Ist das Smugglers Boot hier, der Dreck? Nee. Oh, um Gottes Willen, Leute. Das wurde verändert. Was ist passiert? Dann versuchen wir mal zu Crossroad zu kommen, verdammte Kacke. Shit. Wo ist das jetzt hin? Das ist jetzt echt ultra bitter. Da wäre ich nämlich lieber da links drüber gegangen. Und da müsste dann dieser Roadblock sein. Außer das wurde auch verändert. Jetzt kann es doch mal haarig werden, ey. Komm schon. Hier ist jetzt nichts mehr.
Aber nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen. Es gibt immer wieder Spieler, die die Exits abcampen. Das heißt, direkt am Exit sitzt dann einer irgendwo in einem Busch und ihr seht ja, wie man von hier in Büsche reinsehen kann. Also es kann einfach so schnell passieren, dass jemand direkt vor dir auftaucht und dich ummacht. Darum kann man sich wirklich erst anfreuen, wenn man durchs Exit durch ist und draußen ist. Wenn man praktisch exitiziert wurde, wie die Profis sagen. So, okay. Ja, also. Ja! Achso, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch Platz habe. Oh, aber gerade so, Monsieur, gerade so. Achso, halt, das ist ja mein richtiger Charakter. Ich muss es ja gar nicht rausziehen. Wie sieht's jetzt aus mit deiner Quest, du Furz? Da kann man's handovern. Was bekomme ich? Die bekomme ich direkt. Habe ich dafür Platz? So, mein Freund, bitteschön. Yeah! Now that was unexpected. Let me haben es geschafft. Wir sind jetzt schon auf neutral. Ja, das waren mal wieder richtig leckere Runden. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer Daumen geben und kommentieren. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr mir schreiben, warum es euch nicht gefallen hat. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.